Hallo Leute, ja, Willensdorf haben wir letztes Mal geguckt, Zug fährt, hat alles gut geklappt, das sind wir wahrscheinlich positiv am Bedienen. Jetzt gucken wir mal hier weiter rein, Richtung Bünde, Ettlingen, Willig und Bayreuth, da werden wir uns die Linie angucken, wie die da aussieht und ja, nach dem Intro wissen wir das mehr, ne? So, dann gucken wir doch erstmal hier in Ettlingen rein. Da stehen 16 Passagiere, die wollen alle weg, ist klar, weil Endbahnhof. Wie sieht's in Bünde aus? Bünde steht niemand. Steht da wirklich niemand? Da steht wirklich niemand. Wo fährt denn? Achso, intern haben wir auch schon der Kutsche. Okay, und da stehen auch schon zwei Passagiere. Wunderbar. Und wo ist sie jetzt? Da ist sie. Hat aber niemanden, den sie mitnimmt. Aber es werden welche zurückgebracht. Das ist schon mal gut. Hier ist der erste Zug dann. Hat 21 Passagiere. Okay, das passt. Die haben sich hier gerade getroffen, weil da fährt auch einer in die andere Richtung. Hat 23 Passagiere, das ist auch nicht schlecht. 7 davon wollen hier hin. Hier haben wir auch einen stadtinternen Verkehr schon. Hier stehen 14. Die 2 wollen nach Norden und der Rest will nach Süden. Wenn das da oben Norden ist, ne? Hier sind schon 2 Passagiere drin, auch sehr schön. Da steht aber keiner. Wollen denn welche in die andere Richtung? Ne, da wollen sie jetzt nicht mit. Das heißt, die Kutsche ist jetzt leer. Aber das ist nicht so schlimm. So, nach Bayreuth hier unten. Wie sieht es in Bayreuth aus? 9 Passagiere. Alle wollen ins Inland. Einer will zum... Ne, 3 wollen zum Hafen. Okay, das geht auch. Und hier unten tuckert auch noch eine Lok lang. Da ist sie. Mit 24 Passagieren. Okay, und was sagt der Hafen? Warte mal, da ist noch eine Kutsche, die hat nichts drin, bringt auch nichts weg. Und der Hafen hat 58 Passagiere, die alle ins Land wollen und nicht wegfahren. Ist hier was? Nö, ist nichts. Das heißt, die Kutsche hier, ja, die fährt voll miese ein, ne? Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Okay, dann ist das so, das können wir auch nicht ändern. Hat der jetzt voll geladen? Ne, der hat gerade mal 4 Passagiere. Und wie sieht es hier aus? Ja, der ist voll geladen. Wie viel stehen denn jetzt hier unten? Wahrscheinlich reichlich, ne? 34. Bayreuth, ja, okay. Welche wollen nach Gütersloh, Zweibrücken? Die 18 wollen rüber, das ist schon wieder ein Schiff voll. Okay, das geht. Hier unten stehen wie viel? Da stehen 6 Passagiere nach Zweibrücken. Waldhafen, das heißt, die wollen dahin. Okay, der Zug fährt aber gerade weg. Gibt es denn noch einen zweiten eigentlich hier? Weiß ich nicht. Der ist auch fast voll hier. Hier steht jetzt niemand. Gütersloh-Rathaus, der... Warte mal, wenn der doch schon voll ist, ziemlich, ne? In Zweibrücken. Oh, das sieht nicht gut aus auf der Strecke. Hier sieht es so aus, als ob da nicht alle mitkommen, ne? Und da ist auch noch ein Häuschen. Das heißt, wir müssen hier auch noch ausbauen. Da fahren 2 mit zur orthodoxen Kirche hoch. Da steht aber keiner. Okay, aber dass da schon 2 hochfahren, ist ja schon ein Wunder, ne? Gibt's denn hier? Ne, da gibt's keinen. Doch, da oben fährt noch einer. Das ist bestimmt der zweite Zug, oder? Zweibrücken. Ja, okay. Oh. Ja, lassen wir erstmal so fahren, denke ich. Aber wir müssen nach unten ausbauen bei 2 Brücken dann. Hier sind es 28 Passagiere, die nach Gütersloh wollen. Zug fährt gerade ein. Ja, jetzt sehe ich natürlich nicht, doch der steigt noch. Der hat auch einige mitgehabt, das ist schon mal gut. Hier ist noch abgedeckt. Hier in Gütersloh sieht es wie aus? 72 Passagiere. Welche nach Lüneburg? Aber der Zug für Lüneburg kommt bestimmt da gerade, ne? Ja. Hat 54 Passagiere mit. Lüneburg-Burg wollen auch noch 19. Okay, das sind dann schon reichlich. Es gibt aber auch welche, die nach Norden wollen. Fahren die alle mit nach Lüneburg, ist die Frage. Ja, sind alle drinnen. Nee, da unten stehen noch 4 zur Burg. Hat nicht ganz gereicht, der Zug ist voll. Okay, das heißt, die müssen auf den nächsten warten. Aber hier fahren auch mehrere drauf, ne? Und wenn jetzt hier keiner ist, ne? Ja, das ist schon ein bisschen knapp, ne? Wo stehen denn die anderen, ne? Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ich glaube, da sind auch relativ viele dran, ne? Diese Linie könnte definitiv noch einen Zug vertragen, ne? Hier ist noch langes Ende, ne? Ich glaube, da setzen wir mal noch schnell einen drauf. 1, 2, 3. Und das war die Linie. Ich weiß gar nicht, welcher Buchstabe zuerst kam. Gütersloh. Zweibrücken, Burghafen, nee, der war es nicht. Steht das hier irgendwo noch? Gütersloh Hauptbahnhof.
Verbindungen. Lüneburg, Gütersloh. Ah, das ist falsch angelegt hier, aber naja, ist egal. Lüneburg, Gütersloh. Das ist nach Bahnhöfen gefahren, ne? Das hat er den nicht ausgewählt, oder? So, Lüneburg, Gütersloh, ja. Und starten, bitte. Wo fährt er jetzt lang, ist die Frage, ne? Verlässt Depot, erstes Ziel ist Neubrandenburg. Na, ich glaube, das wäre jetzt nicht das beste Ziel. Eigentlich sollte er besser hier nach Richtung Gütersloh fahren. So, fahr du mal nach Süden, weil ich glaube, da oben fährt gerade einer, war gerade einer und kommt zurück. Das ist besser, wenn der hier noch lang fährt. Glaube ich. Okay, das geht. Lüneburg gucken wir auch noch an. Kommt gerade der Zug an? Ne, oder? Doch, kommt gerade an. Wie viel bleiben stehen? Keiner. Müsste eigentlich... Ah, ne, der fährt ja durch. Wie fährt er denn? Ne, der fährt ja zur Burg erst, ne? An der Burg stehen 20 Fahrgäste. Die wollen weg. Das ist gut. Stehen noch welche drin? Oh, 33 sollen zur Burg. Auch cool. Also die Burg bringt's hier, ne? ja, 43 Fahrgäste, die gleich weg wollen, ne? Hier sind 20 drin, die auch weg wollen. Das sind dann nicht nur einer Lüneburg welche. Nein, keiner Lüneburg. 46, 66. Das heißt, da bleiben wieder welche stehen. Das ist also besser, wenn da noch ein Zug mehr drauf kommt. Weil hier ist ja auch das gleiche Problem eigentlich, ne? Aber da kommt jetzt der neue Zug schon. Ja, da stehen schon 8 Lüneburg, nochmal welche. Ah, der ist, hat schon ein paar geladen. So ist nicht... Gucken wir gerade rein, wie viele sind. 16 meine ich, wären es wenigstens. Ne, 14. Aber auch gut. Der hat 37. Okay. Wie viel bringt der uns hier noch hin? Über Gütersloh. Da gibt es auch noch welche, die nach Lüneburg dann wollen, ne? Passt schon. Ich hoffe, der fährt als erstes da rein und der wartet. Ja, sieht so aus. Okay, dann haben wir hier nämlich noch Umsteiger. Okay, wie sieht es hier in Neubrandenburg aus? 41 nach Bad Mergetheim. Ach, oh, das ist auch schon... Und dann auch... Oh, hier, die wollen... 114 wollen hier weg. Und wo ist der Zug, der hier hin muss? Da oben. Alter, da muss auch einer drauf, ganz schnell. Lok. Passagiere. Fahrplan, Aachen, Bad Mergetheim, ja, der ist es. Und schnell starten und ich hoffe, der kommt eher an wie der da oben. Wird hier nicht noch aufgehalten von dem hier. Der hat 9 Passagiere, okay. Wir bestehen jetzt hier noch. 25 nach Königsbrunn, nach Jena und nach Gütersloh. Also 43. Ja, nach hier unten. Zug ist hier, okay, das geht. Hat 35 dabei, ja, da können wir, glaube ich, noch mit leben. Ist tatsächlich nur ein Zug auf der Linie, ja, ne? Königsbrunn, der wollte runter, okay. Ja, die 16 wollen hier wohl weg, ne? Macht Sinn. Okay, jetzt gehen wir noch nach Aachen gerade gucken, oder? Ja, Aachen war ein bisschen... Hier links noch, war da. Zug hat gerade angehalten. Zug fährt weiter nach Neubrandenburg und hat 14 stehen lassen. Ja, der ist voll. Aber da haben wir auch noch einen hingeschickt. Bad Mergenheim, andere Richtung, wir brauchen nochmal 14 und 15, 19. Ja, da sind schon einige, die da leider nicht abgeholt werden. Aber der ist jetzt der zweite auch schon unterwegs dahin, ne? Aber auf dem Rückweg gibt es jetzt dadurch natürlich keinen Zug erstmal. Oder auch das, ein dritter. Ist der andere so schnell schon da drauf gewesen? Kann natürlich auch sein, ne? Er hat hier 3 Passagiere. Aber die Tour ist ja nicht hier zu Ende, sondern da erst zu Ende, ne? Da stehen welche für den Hafen. Und hier stehen 33 auch für den Waldhafen. Und er fährt jetzt hier... 12 Grad rüber, okay, das passt auch. Stehen da noch welche? Oh, da stehen sogar noch 16. Aber die wollen hier lang. Mit dem Zug weggebracht werden, die 16. Und der ist auch gerade weggefahren. Hat aber 48 drauf, okay.
Naja, und wie viel stehen hier? 15. Und das Schifflein hat nochmal 6. Ah, ich weiß nicht, ob da nicht schon ein zweiter Zug langsam drüber nachdenken müssen. Da ist niemand. Der ist gerade weggefahren. Hat auch 22 dabei, okay. Und hier sind's 30. Aber Auengrund ist hier oben, naja. Schwandorf ist unten und Achim ist auch unten, also 12 nach unten, das geht. Kutsche ist gerade oben. Trotzdem nur 21, ne? Ist dann die Frage. Ah, der hat jetzt 6 mit, ne? Schafft er das oder schafft er es nicht? Weil jetzt kommen ja hier gerade wieder welche dazu, ne? Ich glaube, der schafft das nicht. 26 nach Auengrund, ne? Das ist mindestens 6-mal fahren. Ne, 4-mal fahren. In der Zeit kommt irgendwann schon der Zug wieder und es sind neue dazugekommen. Ich glaube, hier machen wir noch eine zweite Kutsche hin. Das. Das. Und. Ist das Schwandorf Nord? Gute Frage, ne? Schwandorf Nord passt. Starte die zweite Kutsche. Hat er hier Gäste? 2. Interessant, dass die jetzt hier. Ja, die wollen alle zum Rathaus. Einer will nach, 4 wollen nach Willensdorf. Okay, das ist mit dem Schiff woanders hin. Und was ist hier los? 9. Davon 3 vom Schwandorf-Auendorf. Der Rest nach Erlangen-Zweig. Erlangen-Zweig war auch nicht hier. Ist da rechts runter. Die Kutsche fährt bestimmt nix. Weil diese orthodoxe Kirche bringt's gar nicht, ne? Na, bringt's auch nicht, genau. Kutsche hat wie viel? Auch 500 Miese. Ja, weiß ich nicht, ob wir das behalten wollen. Hier sitzt noch nicht mal einer drin für Lippstadt. Noch schlechter. Stehen in der Lippstadt welche? 3. Okay, das sind wenigstens ein paar. Gut, haben wir das auch abgekaspert erstmal, ne? Jetzt haben wir noch Erlangen hier. Ich glaube, das Letzte, was wir noch vergleichen müssen. Nein, dringend ist da Wittmund. Ist das Wittmund oder was ist das da hinten? Weiß ich jetzt gerade nicht. Erlangen, 14 an der Burg. 20 hier. 4 an der Burg, 6 weiter. Hier stehen, warte mal, hier stehen jetzt wie viel? 14, das heißt 12 werden abgeholt. Eine Kutsche zu wenig im Prinzip. Der bringt nochmal 6. Und 4 davon wollen jetzt auch noch zur Burg wahrscheinlich, ne, oder? Achte zur Burg. Komm, da machen wir noch ein Pferdchen drauf. Mit einer Kutsche. Und dann Erlangen, Erlangenburg. Und starten. Ich hoffe, der fängt jetzt mit Erlangen Rathaus an. Ja, macht er. Gut, und hier sind 6 drinne, 2 Karfen. Die Kutsche ist gerade weg. Stehen noch 10er. Wie viel stehen am Hafen? 17. Davon wollen 8 zum Rathaus. Nochmal 3 über zur Burg dann. Also die 8 wollen zur Burg. Und 3, das sind 11. Das sind auch 2 Kutschen, ne? Ist schon wieder die Frage, ob da nicht auch noch eine Kutsche mehr sein muss. Hier sind 16, die nach Schwandorf von Erlangen kommen, oder? Ist Erlangen? Ja, ist Erlangen. Schwandorf, 6. Okay, das kann noch dauern, aber das ist hier mit dem Ding ist ganz gut, glaube ich, am Laufen. Hier ist noch einer. Der hatte auch niemanden mitgenommen. Okay. Hier ist noch jemand. Der hatte 10 da drin. Okay. Und eine müsste noch sein, oder? 16 da drin. Okay. Mehr waren, glaube ich, nicht von Erlangen darüber. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Fährverkehr. 15 und 0. Aber 15 ist ja schon mal cool, oder? Hier steht jetzt natürlich wieder keiner. Auch von der Kirche nicht. Hier sitzen 3 drin. Benennen ist es. Nee, die Wittmund. Hier stehen 6, die zum Wald wollen. Okay. Hier tut sich's ein bisschen schwer, ne? Ja, gut.
Was wir jetzt schnell noch machen könnten, das war wo? Zwei Brücken oder wo war das? Ich glaube, zwei Brücken müssen wir noch einen Halt einfügen, ne? Wo ist denn hier am geschicktesten? Also hier ist ja die Bushaltestelle, ne? Die nächste Bushaltestelle wäre sozusagen hier. Aber irgendwie passt das alles nicht so ganz dann mit dem... Der Hafen ist, ja... Schwierig. Warte mal, wie war das? 1, 2, der dritte ist dann frei. 1, 2, 1, 2. Hier muss er hin. 1, 2, 1, 2, 1. Das heißt, er müsste hier sein, der nächste Bahnhof. Ne, nicht Zug. Fahrzeuge hier. Machen wir so. Und machen wir so. Ich glaube, das müsste so richtig sein. Ja, sieht gut aus. Und dann brauchen wir die Kutsche. Aber wir nehmen jetzt hier diese als Beispiel und setzen dann noch eine drauf. Zwei Brücken Kirche. Und die fährt dann hier auch noch lang. Und dann setzen wir aber noch eine Kutsche mehr drauf. Und von wo müssen die denn starten? Hier ist nirgendwo ein Bahnhof. Die kommen von wo? Von wo fahren die los? Nee, das ist mir zu weit weg alles, oder? Hier gibt es kein Depot für Fahrzeuge. Die müssten jetzt von ganz da oben kommen, oder was? Oh Mann. Ja, ein bisschen... Komm, wir machen in Gütersloh 1. Hier in der Nähe irgendwo. Hier ist doch schön, oder? Zack. 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 Depot hier hin. Und die Pferdchen da drauf. Mit die Kutsche. Und Linie ist... Zweibrückenkirche. Und Start. Ich weiß nicht, wann die sich da gegenseitig treffen, aber das muss auf jeden Fall hier abgedeckt sein. Ist es ja auch. So funktioniert es dann ein bisschen mit dieser Kutsche hier, dass die hier auch ein bisschen Geld einnimmt wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, da stehen jetzt auch schon welche dann. Nö. Vielleicht stehen aber hier welche, die nach, wie heißt die Straße? Und Kapellenweg. Hier stehen natürlich noch keine, ne? Mach mal schneller, vielleicht kommen da ja welche. Irgendwo steht noch nichts Rundkapellenweg. Kutsche ist wo? Noch kurz davor. Achso, die Linie müssen wir auch ändern, sonst wird das nichts, ne? Hä? Schnell. Was war da? Zwei Brücken. Wo sind hier zwei Brücken? Fahrplan. Zwei Brücken Rathaus. Dann zu zwei Brücken orthodoxe Kirche. Ich muss das hier einfügen machen dann. Und nochmal da. Und jetzt passt das nicht. So, zwei Brücken Rundkapellenweg, dann zu orthodoxen Kirche, dann Rundkapellen, dann, so sieht's gut aus, glaube ich. Ja, das hätte man natürlich eher machen müssen. Dann wären da auch Gäste generiert worden, weil die wurden natürlich jetzt nicht generiert, weil definitiv ja da, ne? Ein Passagier zwar. Oh, zur Kirche will einer hin oder kommt einer von? Ah ne, das ist. Ne, ist das gespannt. Verstehe ich jetzt nicht, aber. Na, der bleibt sitzen. Fährt jetzt aber da erst hin, ne? Genau, passt erstmal. Der Halt hat jetzt nichts. Und wie sieht's hier aus? Auch nichts. Okay, soll aber auch erstmal reichen. Hat soweit geklappt, denke ich. Wir müssen nächstes Mal gucken, wo sich die Städte wieder erweitert haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Award macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen.
sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Da kommt schon die zweite Kutsche. Guck. Sehr schön.